diesmal machen wir veganes Erdnussbuttermus mit Schokoganache. Als erstes schlagen wir Aquafaba, das ist Kichererbsenwasser, mit Zitronensaft in einer Schüssel steif. Wir empfehlen dafür einen elektrischen Handmixer. Da unserer beim Filmen allerdings kaputt ging, mussten wir auf einen manuellen zurückgreifen. Dann vermengen wir Erdnussbutter, Birkenstaubzucker und Kokosmilch. Und heben das aufgeschlagene Aquafaba vorsichtig unter. Das entstandene Erdnussmus füllen wir in Schälchen und kühlen es über Nacht bzw. 8 Stunden, bis es steif wird. Für die Schokoganache schmelzen wir Bitterschokolade zusammen mit Hafermilch über einem Wasserbad. Wir lassen sie abkühlen, bis sie nicht mehr heiß, aber noch flüssig ist und verteilen sie dann auf die Schälchen. Jetzt nur noch die Schälchen etwa 30 Minuten kühlen, bis sich auch die Ganache verfestigt hat. Und schon können wir unser leckeres Erdnussbuttermus mit Schokoganache direkt aus dem Kühlschrank serviert genießen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Wir posten jeden Freitag ein schnelles veganes Rezept.